Die Bundesliga-Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolf mit ihrem zweiten Gastspiel in der Dessauer Anhalt Arena. An die Rundbogenhalle hat der Volleyballclub gute Erinnerungen. Bei der Premiere hatten 622 Fans die Mannschaft zum Sieg getragen. Diesmal kamen 500, die das Spiel gegen Ammerland verfolgen wollten. Schon der erste Satz versprach eine spannende Partie. Ammerland lag durchweg mit 4 Punkten in Führung, wurde dann nervös und verlor am Ende 22-25. Im zweiten Satz fanden die Bitterfelder endlich in die Partie. Die Gäste liefen einem permanenten Rückstand hinterher, weil es Bitterfeld-Wolfen immer wieder gelang, die gegnerische Annahme unter Druck zu setzen. Und wenn die dann doch mal kamen, bildeten Knobloch und Novovic eine scheinbar undurchdringbare Mauer. 25-19, die Zuschauer richteten sich bereits auf einen dritten und letzten Satz ein, doch die 10-minütige Pause brachte den VC aus dem Rhythmus. Bei den Gästen wechselte Döpke von der Außen- auf die Diagonalposition und sorgte für Durchschlagskraft im Angriff. Ammerland führte schnell 7-3, baute diesen Vorsprung sogar auf 20-11 aus. Bitterfeld leistete sich zu viele Fehler und gab den Satz ab. Das gleiche Bild im vierten Satz. Von der Dominanz der Bitterfeld-Wolfener nichts mehr übrig. Die Gäste marschierten mühelos zum 21-14. Erst dann fand die Mannschaft um Kapitän Christopher Harpke zurück ins Spiel. Da waren sie wieder die druckvollen Aufschläge, mit denen schon so viele Mannschaften Probleme hatten. Beim 23-23 der Satz wieder offen. 2 Punkte fehlten zum Matchgewinn oder dem 5. Entscheidungssatz. Den längsten Ballwechsel der Partie und damit den 4. Satz entschieden die Ammerländer für sich. Der Tiebreak musste also die Entscheidung bringen und die fiel schnell. Ammerland fiel in alte Verhaltensmuster zurück, agierte übernervös, nutzte beste Chancen nicht. Bitterfeld-Wolfen hingegen überraschte mit starkem Block- und Abwehrspiel, kämpfte um jeden Punkt und hatte schon nach 12 Minuten Matchball. Dann war es geschafft. Ammerland hatte nur 6 Punkte geholt, die Freude über den 10. Saisonsieg entsprechend groß. Ja, das Publikum gut, für uns eigentlich nicht so sehr. So richtig zufrieden war ich ja nicht, weil nach der Zweitsatzführung haben die Jungs konzentrationsmäßig nachgelassen und gegen so einen Gegner, den eigentlich auch unbedingt gewinnen wollte, weil denen das Wasser bis zum Hals steht, kann man sich das nicht leisten. Das war wieder meine Lehre für uns. Nichtsdestotrotz, die Jungs haben sich mal wieder zusammengerafft und Tiebreak ordentlich gemacht. Aber ein weiterer wichtiger Schritt. Ja, sicher, heute waren die 2 Punkte eingeplant. Wir belassen es auch so. Rein theoretisch müssen wir jetzt durch sein. Aber wir wollen uns nicht darauf ausruhen, sondern wollen weiterhin guten Volleyball spielen. Der VC Bitterfeld-Wolfen bleibt Tabellenvierter der 2. Volleyball-Bundesliga. Ein weiteres Punktspiel in Dessau ist derzeit nicht vorgesehen. Bisher allerdings ist man in der Anhalt Arena ohne Niederlage. Die Rückkehr scheint nur eine Frage der Zeit.